Hallo, meine futtersuchenden Füchseliebhaber und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschig-Flauschig-Grünchen hier bei Endling Extinction is Forever. Und ich habe euch jetzt mal mit in diesem Startbildschirm genommen, weil ich das so richtig süß finde. Das ist sozusagen da, wo unser Spielstand gerade ist, wenn wir jetzt auf Fortsetzen gehen. Weil wir haben ja jetzt einen unserer leider der Süßen verloren und dadurch haben wir jetzt noch diesen Frosch dann drin. Ne? Und finde ich voll süß. Dann siehst du halt, wie gerade das alles ein bisschen aufgebaut ist. Und genau, jetzt gehen wir mal hier rein. Welpenfähigkeiten. Wir haben jetzt Springen, Springen, Springen. Und jetzt müssen wir mal bei den Spuren gucken. Bei den Spuren haben wir noch nicht so viel entdeckt. Bis dahin ist er bisher gekommen. Wir müssten halt gucken, wenn wir dann wieder... Ich weiß gar nicht, ob man hätte noch weitergehen können oder nicht. Das ist immer die Frage. Da habe ich auch den Tipp mal so erhalten. Deine Welpen werden an bestimmten Orten neue Fähigkeiten erlernen. Hilf ihnen, diese wichtige Erfahrung zu machen. Gesprungen sind sie ja schon mal so. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weiter erkunden, um weiter voranzukommen. Wie schnell die aber Hunger kriegen, ist ja Wahnsinn. Bitte das gerade? Sind noch nicht mal lange unterwegs und schon Hunger. Aber dann warte mal, dann wäre es doch im Endeffekt. Wenn wir jetzt hier reingehen, dann lernen sie doch schwimmen, ne? Kippen die da einfach Dings rein? Naja, gut. Das ist ja nicht wirklich so unrealistisch zu der heutigen Zeit, leider. Aber guck mal, jetzt müssen wir selber sogar schwimmen. Wir müssen denen ja auch was beibringen. Habe ich so ein bisschen mitbekommen. Also müssen wir jetzt auch mal gucken. So. So. Wie war das? Aber war das hier nicht irgendwie mit dem Belohnen? Oh. Wie süß. So, habt ihr alle fein gemacht. Oh, lol, du kannst die auch hochheben. Jetzt sehe ich aber gerade gar nichts mehr. Ah, okay, wir gehen jetzt da unten durch. Okay. Wir müssen halt immer nur gucken, weil wenn es Tag wird, müssen wir uns dann irgendwie verstecken, ne? Ich lasse sie gerade einfach mal so ein bisschen schnuppern, ob wir irgendwo... Irgendwas hat sie hier. Da. Kommt mal mit, meine Süßen. Dann kriegt ihr natürlich gleich erstmal was zu futtern. Ah, süß. Ich finde dieses Spiel so richtig interessant. So, hier habt ihr was zu futtern. Damit ihr natürlich gleich wieder gesättigt seid. Und da hinten haben wir noch einen gesehen. Den holen wir natürlich auch gleich noch, damit sie dann wieder auch voll gesättigt sind. Ne? Ist ja auch das Ziel. Wir wollen ja gucken, dass sie immer voll gesättigt sind. Das brauchen sie ja. Okay, da war nichts drin. Okay, das heißt nur, weil das da... Okay, das heißt nicht unbedingt, dass da dann Futter drin ist. Schade. Okay, gut. Hätte ja sein können, ne? Dass dann, wenn das anzeigt, dass da immer was zu futtern ist, aber gut. Da hinten angelt doch einer, oder? Okay. Da hinten ist ein Haus und da sehe ich einen Laufen. Wir müssen nur gucken, dass wir die Nacht im Auge behalten. Wir müssen dann auch nochmal komplett zurücklaufen. Na, guck mal hier. So. Hier, meine Süßen. Dann futtert mal ein paar Bärchen.
Okay. Guck mal, da sehe ich gerade die Möglichkeit für eine neue Behausung. Oder was ist das hier? Super, ihr Süßen. Habt ihr gut gemacht. Da oben ist eine neue Behausung. So, gehen wir mal hier nochmal kurz rein. So, und dann futtert mal. Warte mal, wir sind jetzt... Ah ne, guck mal, wir sind jetzt hier unten wieder, ne? Wir sind jetzt hier unten wieder. Wir müssen jetzt da und dann da hoch und dann kommen wir wieder nach Hause. So. Okidokidi. Ah, guck mal, das zeigt jetzt sozusagen an, wo wir hin müssen. Weil die Nacht jetzt langsam rumgeht. So, warte mal. Hier war... Genau, wir müssen jetzt hier rüber und dann sind wir aber eigentlich schon wieder zu Hause. Leider müssen wir ja immer wieder ab und an zu Hause sein. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen mit dem Schwimmen gemacht. Regulär müssten sie ja dadurch dann auch etwas gefeilter sein. Haben jetzt leider nur nicht komplett... Oh, warte mal, da kriege ich gerade einen Anruf. Da bin ich gleich wieder da. So, und weiter geht's. So. Ab hinein, die Nacht ist vorbei. Leider sind wir diesmal nicht komplett voll aufgenährt, aber warum haben die das noch nicht gelernt jetzt? Das war doch jetzt auch Schwimmen gewesen, oder nicht? Oh, also, das ist so süß, wenn die da tun. Spuren. Naja, da haben wir leider nichts weiter entdeckt. Wir müssen dann mal, was wir mal gucken müssen, ist, dass wir weiter nach draußen gehen. Vorsicht vor Feinden. Oh ja, stimmt, die müssen wir auch aufpassen. Ne? Die können ja die Kleinen mitnehmen. So, warte mal, wenn wir jetzt... Wir müssen mal den Weg hier oben lang gehen. Sprich, nicht hier runter, sondern wir müssen da oben mal weitergehen. Da waren wir jetzt auch noch nicht gewesen. Oh, warte mal, was ist das? Hm? Hä? Okay. Ist das nochmal eine Spur? Weil ich wollte nach unten, da hinten jetzt lang gehen. Aber, ja. Hier erstmal kurz, meine Kleinen. Futtert mal. Müssen wir das mal uns angucken. Das führt vielleicht noch zu dem anderen Welpen? Was ist das? Okay. Das ist... Nee, bleib mal unten bitte. Das ist interessant. Aber jetzt vorsichtig. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet, meine Süßen. Ich kann leider auch die Kamera nicht drehen. Ei, der da aus, ei, der da aus. Da ist die Angel. Okay, die hat es dann nicht angenommen. Da hätten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Futter und... Oh, warte mal, da kommt jemand, wa? Nee, warte mal, das ist so ein Typ von da hinten. Ich muss da hoch zu diesem Dings rein. Hier ist zumindest jetzt... So, warte mal, wir hüpfen mal jetzt da ran. Wir holen jetzt erstmal noch schnell Futter. Nee, oder? Stopp, stopp. Wir müssen dem da erstmal hinterher. Erstmal dem hinterher. Schnell, schnell, meine Süßen. Schnell, 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 schnell. Warte, warte, warte.
Komm schnell rauf. Komm, meine Süßen. Schnell, 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 schnell. Kommt der jetzt hierher? Warte mal, wie war denn das hier? Oh, süß. Weil es bringt uns nichts gerade, ne? Wir müssen jetzt aufpassen. Kommt mal rein, meine Süßen. Was macht der hier? Okay, der geht jetzt rein, ne? Na, das kommt schnell, meine Süßen. Snuffis, Buffis? So. Kommt mal mit, kommt mal mit. Futtert mal schnell. So. Nee, hier ist nix. Ach, guck mal hier. Da ist was gerade an uns vorbeigeschwommen. Warte mal, den hole ich mir jetzt noch. Sehr gut. So, und jetzt kommt, meine Süßen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay, hier geht's gar nicht mehr weiter. Eiderdaus, Eiderdaus. Wo könnte man denn jetzt dann noch hin? Schibiklowski, wir müssen jetzt sozusagen hier einmal durch. An dem da vorbei. Ich muss jetzt an dem da noch vorbei. Wie sie alle echt mit den Masken da sitzen, weißt du? Weil alle, die ganze verdammte Zivilisation sich im Endeffekt komplett zerstört hat. So, kommt, meine Süßen, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir müssen jetzt erstmal wieder retour. Aber wir haben sie gut verfüttert heute. Aber wir haben jetzt hier auch erstmal keine Spur weiter, ne? So, ne, komm schnell mit, mit. Wenn wir jetzt da lang gehen, genau, wir müssen jetzt hier lang und dann runter. Kommt, meine Süßen, und schnell, 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 schnell. Wir müssen jetzt gucken, dass wir heimkommen. Müssen wir nur aufpassen wegen den Menschen. Müssen wir aufpassen wegen den Menschen, weil die sind ja jetzt hier auch unterwegs wieder. Und, naja. Es sieht immer so ein bisschen aus wie so ein postnuklearer Winter, so ein bisschen. Weißt du, wie ich das meine? Eigentlich wollte ich ja die Richtung hier oben lang latschen. Also ich habe jetzt nicht mal, ich habe jetzt mit dem Finger auf dem Bildschirm gezeigt, dass er könnte ja viel sehen. Also den Weg hier hinten wollte ich eigentlich lang laufen jetzt. Aber gut, da haben wir jetzt nicht die Möglichkeit gehabt. Aber ist ja nicht schlimm. Wir konnten uns wieder ein bisschen gut ernähren und können uns jetzt hier erstmal ins Schläfle reinsetzen. Und dann suchen wir mal weiter. So. Aber ich weiß jetzt auch nicht wegen den Fähigkeiten, wie da noch ist. Da könnt ihr mir gerne mal so einen Tipp geben, ob ich da irgendwas speziell noch machen muss extra. Oder, ja, schön, dass der aussieht wie so ein Bär. So. Die Nacht Nummer 7 ist angebrochen, meine Hübschen. Oh Mann, ey, das ist... Genau, ich wollte jetzt eigentlich in diese Richtung mal mehr gehen. Da waren wir jetzt noch nicht mehr unterwegs gewesen.
Dann waren wir jetzt noch nicht großartig unterwegs gewesen. Den Weg sind wir schon gelaufen. Da hinten ist irgendwas mit dem Fragezeichen. Ich würde trotzdem aber erstmal da hinten jetzt ein bisschen erkunden. Ich sehe auch da hinten nochmal einen Strauch mit Beeren. Warum sind hier Überwachungskameras? Hier musst du auch immer aufpassen bei diesen blöden Fallen. Dann musst du nämlich dann drüber springen. Und dann hüpfen wir hier rein. Dann haben wir hier erstmal noch unsere Beeren. So, meine Süßen. Dann kommt mal her, futtert mal ein bisschen was. Und die Nahrungssuche ist wirklich so Kategorie, das ist schon sehr heftig. Hä? Was macht ihr denn da? Warum kommt ihr nicht mit? Ah, okay. Okay. Gut. Da geht's nicht weiter. Gut, wir müssen mal weiter nach unten laufen. Das hörte sich. Nein, da gehe ich nicht rauf. Kannst du knicken. Da gehe ich nicht weiter. Wer knackt jetzt irgendwie runter oder sowas? Und dann sind wir dran. Nee, nee, nee. Lass mal, lass mal. Dafür bin ich noch nicht ausgelegt. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Ich würde ja eher mal hoffen, dass ich hier irgendwie noch mal eine Möglichkeit habe, ein Tierchen oder so zu finden. Denn wir haben Hunger, 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 wir haben Hunger, 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 wir haben Durst. Weil das Fressen ist wirklich minimal, ne, mittlerweile. Krass ist, du musst ja dann auch immer weiter weg, immer weiter weg. Und was ist das da hinten? Das ist doch nur Müll, oder? Nee. Das sieht mir nicht nach was Gutem aus. Nee. Ich muss noch eine andere Möglichkeit. Ich will keinen Müll essen. Hier ist auch zu. Okay, wir kommen hier also auch nicht mehr weiter. Gut, dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen tingeln hier. Denn die Süßen haben Hunger. Ja, er riecht den Müll. Also sie riecht den Müll. Er riecht den Müll. Sie riecht den Müll und das will ich aber jetzt noch nicht. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwo eine Möglichkeit habe, denen was zu futtern zu besorgen. Von hier aus waren wir wo schon? Was, wir können ja hier nochmal nachgehen, ob wir vielleicht hier irgendwie nochmal Glück haben mit Futter. Hier ist Schwimmbereich, ne? Warte mal, wir waren jetzt aber hier zum Bleistift noch nicht gewesen, großartig. Aber wir könnten hier nochmal zurückgehen, ob wir hier nochmal ein bisschen, was zu futtern finden. Okay, hier waren wir jetzt nur dort gewesen. Verdammt! Ja, ich weiß, wir brauchen Nahrung. Das ist jetzt gerade ziemlich knapp. Mit der Nahrung ist gerade ziemlich knapp. Irgendwas ist da oben lang geflogen. Müssen wir aufpassen. Hast du das gesehen? Da ist so ein Ausrufezeichen. Ja, weißt du was? Kommt hier lang. Hier lang. Komm zurück.
Stopp, meine Süßen. Ach du Heilige, wir sind jetzt schon, wir haben Nahrung richtig knapp diesmal und jetzt bricht bald der Tag an. Und man sieht doch da hinten schon die ersten Menschen wieder herumlaufen. Das Interessante ist, es ist wirklich ein bisschen so gemacht, dass du halt hier ein bisschen suchen musst. Weißt du was, wir gehen mal hier aber kurz nochmal runter. Ich will nochmal was gucken. Hier vielleicht wenigstens irgendeine Kleinigkeit zum Mampfen bekommen. Also wir brauchen wirklich nur eine Kleinigkeit. Oh oh. Oh oh. Ich würde gerne die Bären noch einmal holen und dann müssen wir aufpassen. Kommt, meine Süßen. Kommt. Kommt bloß mit. Da ist ein Mensch. Dann hüpfen wir mal hier rein. So, na dann los. Kommt, meine Süßen. Ja, Mist, das wird jetzt richtig heftig. In die Richtung ist der Mensch, glaube ich, gerade gegangen, ne? Oder kam der von da? Ne, ich glaube, der ist in die andere Richtung gegangen. Echt kein Fressen mehr, ne? Ach du Heilige, das ist richtig übel. Warum noch was zum Essen? Ich finde das Spiel wirklich hammerhart. Erinnert mich so ein bisschen an Frostpunk, so von der Art her, wo du entscheiden musst, Pest gegen Cholera. Problem ist, gehst du an der Kunden in die Gegenden, wo du schon immer warst, oder versuchst du nochmal ein bisschen was anderes, um mehr Fressen zu bekommen? So, wir sind jetzt hier gleich am Ende. Da, meine Süßen. Da mal noch was zu futtern. Ufts. Kann man sich hier verstecken vielleicht? Ne, kann man sich nicht. Okay. Wir haben wieder ein bisschen gefuttert. Das sind nur noch so ganz knapp. Nur noch ganz knapp. Ich weiß echt nicht mehr, wo wir noch was zu fressen herkriegen sollen. Zumal es ja bitterer Tag gerade ist. Wenn ich da jetzt weitergehe, würde mir nicht viel bringen. Wir könnten nur außen herum einmal laufen. Heißt aber nicht, dass ich wirklich noch was zu futtern bekomme. Wir sollten jetzt einfach rein in die Nacht, also schlafen, nochmal die Nacht reingehen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir am nächsten Tag einen anderen Weg nochmal gehen. Dann an einem Tag nochmal einen anderen Weg gehen. Und mehr können wir jetzt ja nicht machen. Warte mal, ist die Eule jetzt weg? Die wurde ja bestimmt geweckt von den Menschen, oder? Also, jetzt kommt mal schnell rüber. Witzig ist, die kriegen ja schon immer gut Essen. Aber es reicht nicht, ja klar, es sind halt Kinder, ne? Also wenn Kinder, die futtern dir die Haare vom Kopf. So, Tag geschafft, aber mit nicht so viel Essen, wie ich es mir gewünscht hätte. Spuren, guck mal, wir sind jetzt mittlerweile auch schon hier bei ihm jetzt hier. Und dann haben wir auch schon die nächsten drei Sachen entdeckt. Sieht so komisch aus mit dem Schnorchel vorm Gesicht, ey. Ah ja. Müssen wir mal gucken. Wir haben es jetzt 25. Ich bin jetzt überlegen, ob ich bei dem wirklich so lange mache. Was ist das hier eigentlich? Da ist doch so ein Medikamentending, ne? Okay, wir versuchen noch einen Tag.
Ich habe immer so Angst, dass ich da die Kleinen jetzt irgendwie aufs Spiel setze, ey. Das ist so. Ja. So, warte mal. Was wir machen könnten, ist, wir könnten mal hier hoch lang gehen. Da waren wir jetzt auch noch nicht. Wir müssen jetzt wirklich Essen suchen. Wirklich Essen suchen. Hier müssten wir mal noch durch, ne? Hier waren wir noch nicht drin. Ne? Boah, es sieht jetzt auch schon wieder gefährlich aus. Oh nein, da ist noch mal eine Eule. Dabei brauche ich doch nur was zu essen. Ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Komm mal mit. Okay, warte mal. Nein, die ist reingeflüchtet. So, oh, hier meine Kleinen. Ah, das müsste ein großer Happen sein. Oh. Puh, gute Entscheidung, dass wir den Weg gegangen sind. Gute Entscheidung, dass wir den Weg gegangen sind. So, warte mal. Problem ist, du musst ja die ganzen Dinger hier erkunden. Um auch zu schauen, wo wir noch was zu futtern kriegen. Wenn ich jetzt hier runter gehe, ist der Weg ja eigentlich versperrt, sagte der hier, ne? Wenn ich jetzt von der Seite komme, kann ich doch den Weg aufmachen, oder? Ja. Jetzt, wo wir drauf waren. Und ich glaube, wenn es einbricht, gut einbricht, könnten wir da runter gehen. Wenn es schlecht einbricht, sind wir am TÜV. Ja, ich schleiche lieber ein bisschen mehr, weil es ist ja nun mal eine gefährliche Gegend. Und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Also wir hatten jetzt hier die Möglichkeit. Ne, warte, wir gehen erstmal da lang, weil da sehe ich Früchte. Da können wir sie wieder ein bisschen nochmal klein wenig aufpäppeln. Kommt mal her, meine Süßen. Und da habt ihr. Futtert mal. Ist nur ein minimaler Betrag, aber vielleicht finden wir noch mal was. Wie sie die ganze Zeit am Schnüffeln ist. Okay, wenn hier ein Feuer ist, dann heißt das, hier irgendwo Menschen sind. Warte mal, jetzt muss ich aber doch nochmal. Ja, ich weiß, es raubt ein bisschen raus, aber hä? Fähigkeit ist eher. F ist aufheben. Kuscheln. Vergrößern, Spürsinn. Okay, hier ist nichts weiter. Hier ist erstmal zu Ende. Okay. Jetzt haben wir hier auch erstmal nichts weiter. Müssen wir immer nur aufpassen. Das heißt aber, dass da in der Nähe dann wieder Menschen sind. Wir müssen noch ein Stück runter und dann müssen wir da hinten den einen Weg nochmal da lang laufen. Wir erforschen erstmal, soweit es geht, die Wege. So, hier müssen wir runter. Und dann wieder ein bisschen so im Tarnmodus. Ah, guck mal da. Da ist uns unser Futter runtergefallen. Hä? Wie komme ich denn da ran jetzt? Ich komme an dem da nicht ran. Nee. Warte mal, wir haben da hinten jetzt erstmal was runtergeholt. Das könnten wir erstmal nehmen.
Und dann sollten wir vielleicht doch wieder Richtung nach Hause gehen. Da, meine Süßen. Aber wie komme ich denn da jetzt ran? Komm an den nicht ran. Das finde ich jetzt gemein. Da fehlt mir jetzt wieder so eine Erklärung, wie komme ich da ran? Ich sehe nur jetzt da und der klettert da dann hoch. Oh ja, da ist nochmal ein Fisch. Warte mal, wenn ich den Weg jetzt weitergehe, ist Feierabend, ne? Okay. Kommt mal her, meine Süßen. Ich konnte sie erstmal wieder eine Weile herausziehen. Puh, und jetzt muss ich dann in die andere Richtung, um zu entkommen. Und dann haben wir erstmal wieder was geschafft. Der Fisch hat jetzt aber gar nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Hier war noch eine Eulige. Das mit dem Ei, falls ihr da einen Tipp habt oder sowas, könnt ihr mir gerne mal das sagen, warum ich da jetzt nicht rankam. Weil das wäre schon mal gut zu wissen. Dann haben wir aber da hinten nochmal einen Punkt, zum Beispiel, wo wir da noch hin konnten, dass wir hier auf jeden Fall nochmal was zum Futtern haben. So, hier sind wir jetzt soweit durch. Das nächste, was wir in der nächsten Folge gehen sollten, wäre der Weg hier noch. Der ist noch offen. Da müssen wir dann noch einmal lang, sprich das aus der Höhle raus, da herum. Bevor wir da vorbeikommen. Die anderen Wege sind alle erstmal zu. Wir müssen jetzt noch einen Weg weiter, okay. Ah, okay. Ah ja, stimmt. Hier durch wieder, ne? Ja. Hier wieder durch. Und dann gehen wir in unsere Höhle und dann sind wir auch fertig für heute. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Das war jetzt nicht gerade gechillt. Ich kriege immer so ein Herzklopfen dabei, weil ich ja die Kleinen hier auch nicht verlieren. Das reicht ja schon, dass wir das eine verloren haben, wo wir nicht mehr was machen konnten. Und dann will ich lieber hier, dass wir hier uns verstecken und dann erstmal abhauen. So. Oh. Also wenn ihr einen Tipp habt zu diesem Ei, wie ich da rankommen könnte, wie ich das machen könnte, das wäre halt super, weil dann könnte ich da drauf reagieren und könnte das eine mal besorgen und dann gehen wir nämlich in die andere Richtung und gucken, was da noch ist, wie es dann da weitergeht. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Im Kommi ist immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ja, dann gehen wir darauf weiter ein, ob wir das Ei holen können und kontrollieren dann mal da unten, was es da unten so Feines gibt, würde ich sagen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute. Bis dahin, tschüss!